herzlich willkommen bei den Dumanis. Hier, wo meine Eltern wohnen, um die Ecke, ist so eine Station, die verkaufen Tiny-Häuser. Richtig, richtig cool. Aber verschiedene Modelle. Viele Modelle. Jetzt wollen wir einen Fahrer finden, der uns hier mal ein bisschen begleitet, weil wir interessieren uns für Tiny-Häuser auf jeden Fall. Wir wollen ja auf Grundstück, auf der Pension, wollen wir gerne mal ein paar kleine, ja. Genau, und hier sind so viele Modelle, das würde ich gerne mal irgendwie mal erforschen. Wir gucken mal, komm. Also hier ist keiner, wir finden noch keinen. Hallo. Die Mitarbeiter haben wir gefunden, die haben uns gesagt, hierher. Aber irgendwie, ich nehme euch einfach mal mit. Aber das ist ja so ein Spitz-Nur-Dachhaus oder wie das da heißt. Das ist aber auch ganz schön groß. Ah ja, und da oben könnte man ja rein theoretisch schlafen. Entweder ist es so eine Station für Musterhäuser, dass man reingucken kann. Also die sind ja auch riesig, ne? Viele. Na, alles da. Ein Zimmer. Ein Badezimmer mit Dusche. Oder hier Wohnzimmer und Küche zusammen. Und hier Schlafbereich. Boah, das ist aber groß. Das ist ja riesig. Das ist sogar schon ein Ticken zu groß, finde ich. Okay, das ist so ein Rohbau. Aber das ist ja schon ein richtiges Haus mit Riebs und so. Das ist ja kein Tiny House mehr. Ah, ich glaube, so, die Dame hilft uns jetzt. Also, das ist hier 30 Quadratmeter. Oh, 30 ist aber echt zu groß, hä? 25. Ja. Oh, nicht schlecht. Aber 30 ist schon zu groß. Guck mal, Schlafzimmer, Badezimmer, Wohn- und Esszimmer. Ein Badezimmer sieht bald auch so aus. Aber Schatz, sind die fertig gebaut und werden nur drauf gepackt? Genau, mit dem Kran werden nur raufgemacht. Böde, die da stehen, die hatte 480.000 Teller, die bauen das dir auf. Dieses Haus jetzt. Genau. Dieses jetzt. Was oder macht das? 480.000 geteilt durch 35 sind wir bei 13,8. Oh, ist aber billig. Oh, ja, oh. Man, jetzt habt ihr das ja. Wieso auch nicht mit dem Mächtigen Jürgen geht ihr ja, ne? Anne. Nee. Das ist doch über der Gelier. Ich aber wie riesig, das ist schon zu groß. Wir müssen aber überlegen, die Fliesen sind noch dreckig, normal sind die sauber. Ja, das ist klar. Aber das ist eigentlich schon zu groß. 13,5. Aber kommt doch nicht hin, 480.000 sind noch nicht 13.000. Doch, natürlich. 400, natürlich, 36. 480. So, jetzt nochmal für alle, geteilt durch, ich rechne schlechten Kurs, 35. Ja. 13.714. Aber das ist ja wieder zu groß, ne? Ja, das ist zu groß. Ich habe bei mir den. Wir ja nur bis 20 Quadratmeter. Ja, oder du musst dir eine Genehmigung holen. Ja. Ne? Die bauen auf, fertiggestellt. Aber man muss doch Strom, Wasser anschließen. Die bauen ein, schließen Wasser, Strom, alles ein und dann zahlt man nicht. Okay, ich bin ein schlechter Kunde, ich sag super Preis. Aber was? Schatz, aber wie muss der Boden sein? Den müssen wir. Beton döküyoruz, değil mi? Gideceğim. Su basmalı döküyorsunuz. Tam terazide olması gerekiyor, yap oraya, iniyor. Also beton platformumuz ve bauen. Okay, das müssen wir selber machen. So, reicht? Pflastern? Ja, ja. Das ist ja kein Beton. Ama çok kaplama. Yapımızın ya, ucunu ya biz de biliyoruz. Normalde bu fiyatlarda biz olmaması gerekiyor. Biz senedir buradan geçiyoruz, hep yaylaya çıktınız. Biz yolda geçiyoruz. Böyle dedik ya dedik oraya eski bir ev aldık, kulübeli biliyorum musun yaylada. Ya, o da çok eski dedik oraya yıkalım ev yaptık. Klar, das ist ja schon fast zu groß. Ja, ja, schon. Herkes bunlardan koyuyor. Aynen. So eins ans Meer stellen. So eins zu dich, ne San? Ans Meer. Ja. So eins für mich zu Hause wäre auch gut. Ja. Oder so ein zweistockwerkiges. Das ist noch geiler hier. Guck mal, wenn wir zurück. Das hat ja bestimmt 80 Quadrat. Komm, wir gucken ein Größe. Naja, eigentlich würde
würde nein, ich mich ja... Ben gördüm, iki katlınız da var bir yerde. Ich würde mich ja eher an ein kleines. Ne, wir gucken das zwei Etagen. Ah, okay. So, das ist jetzt ein größeres. Ja. Oh, das... Auch 30 Fuß. Doch, auch 30 Quadratmeter. Ja, geschehen. Aber Küche ist größer. Das ist immer. Also das ist jetzt wieder, weiß ich, die haben die amerikanische Küche eingebaut. Ja, ja. Nur schläfst und hier aber den Tag verbringst. Genau, also das heißt hier Küche und... Aber gibt es eine Klimaanlage? Das ist... Guck mal, die haben hier sogar Dings. Also ist alles fertig, nur Stecker drauf und rein, Wasseranschluss rein und fertig. Eigentlich geil. Schatz, Planänderung, wir suchen uns ein Grundstück. Oder nicht? Am Meer, aber am Meer. Ja, ja, wir suchen uns ein Grundstück. Planänderung. Alter, da kannst du ja sogar drei Stück von denen dann stellen. Deswegen sag ich ja, Grundstück. Voila, drei Stück. Da habe ich auch ein Ferienhaus. Jeder eins, okay, jeder ein Haus für sich. Grundstück müsst ihr aber selber suchen, okay? Okay, wie viel Quadrat hat der? 315.000 Teller kostet der. Aber wie viel Quadrat hat der? 21 Quadratmeter. Alter, der ist voll groß eigentlich schon. Das ist schon viel zu groß. Weil hier ist der Schlafplatz. Was kostet der? 315, ne? Und das hier ist der Küche- und Wohnbereich, sag ich mal. 9.000 Euro. 9.000 Euro. Oh, jetzt müssen wir uns informieren, ja? Über Transport. Nö, ich informiere oder mich gar nicht. Reicht völlig aus. Was wollt ihr mehr, ja? Also ich müsste, wir müssen uns mal schlau machen mit einer Spedition. Rein theoretisch, ich muss mal mit der Dame fragen. Vielleicht redet, kann sie ja auch was klären. 830.000 Zelle, 2 plus 1. Oh. Achso, die gehören zusammen. Aber warte, wenn wir 315 oder 350? 800, der kostet 315. 15, 9.000 Euro. Ah, das ist so, sag ich mal, oh, das ist aber riesig, ja? Ara, kein Skorpion. Also das ist schon ein... 50 Grad plus 20 Grad. Okay, das ist... Hier kommt noch eine Wand, oder? Nein, hier. Klimaanlage. Ein Zimmer. Super, ne? Zwei Zimmer. Und Badezimmer. Sie entwirft auch mit uns. Wenn wir sagen, hier, wir wollen was Besonderes haben, dann können wir uns hier hinsetzen. Die entwirft unser eigenes Häuschen. Oh, super, ne? Auf jeden Fall. Der liegt jetzt. Also, du kannst auch sagen, warte, ich will was selber entwerfen. Das machen die auch. Und der liegt jetzt bei 800, ne? 800 richtig? Teller sind? Was 24. Ich einmal kurz was 24. Das sieht ganz schön gefährlich aus. 24 also. 22,9. Ah, siehste, das war nur Kopfrechnung. Guck, das sieht ganz ja, aber das ist ja noch nicht mehr. Aber hier, Leute, es ist kein Strom angeschaffen. Ne? Genau, also es ist alles gut. Guck mal, oh, mach schon mal. Das hat die gebaut. Saraygibi ya. Frage ist jetzt nur, was kostet der? Bu kaça patladı bu ev misal? Ya bunun full eşyalarını da yaptık biz. Perdelerine kadar yaptık. Komplet. Toplamda 4,5-5 milyona var orada. Also 4 Millionen, aber komplett eingerichtet mit Gardinen, mit nee, das glaube ich nicht. Aber ja, aber frag sie doch mal. Yani onu satıyor olsa. Das ist ja das gleiche, ne? Nee, das ist kleiner. Das kleine. Wenn die es hier kaufen würde, wird sie so, sagt die so 10 Millionen wert. Wenn aber warte, das ist aber teuer. Guck mal, der kostet 115.000 Euro. Ah, mit Terrasse sogar. Diese links ist gut. Ja. Ja, diese andere mit Balkon. Ja, ja, da mit Terrasse, ne? Zeigst du uns bestimmt auch. Ah, das heißt, rein theoretisch könntest du da oben schlafen. Schlafen? Badezimmer ist riesig.
Oh, Bayerküche. Oh ja, Badezimmer ist gut. Hier ist auch ein Schlafzimmer oder Küche. Ja, ja, Küche. Mit Balkon, lass uns diesen angucken. Ja, der hat ja. Da, aber der hat hier, ich schätze mal, keine Ahnung. Wären in der Türkei, das ist interessant, die Dachschrägen mit berechnet? Sieht aber auch cool aus, ne? Das ist das Dings hier. Was ist das? Gibt's? Nein, ist nicht. Das gibt's, Mama. Ah, stimmt. Das Ding hat vorne oben immer so versteckte Punkte, die verstärkt, so dass der Kran rauf kann. Ja. Die immer zum Transport und die auch nicht kaputt gehen, flexibel sind. Ja. Nicht schlecht. Richtig cool, ja. So, jetzt gucken wir uns die Villa an. Guck mal hier. Ja, ich sag ja, jetzt gucken wir uns die Villa an. Ja, machen wir auch. Das ist einfach so. Oh, guck mal. Schatz, kennt ihr diese Videos, wo in den Treppen immer... Darf man hochgehen, Mehmet? Ja. San, kennst du das? In den Treppen ist immer so versteckte Dings. Was, eine Million? Oh, gib mal her, die Kamera. Leute, guck. So, hier, San. Du wolltest nach oben. Ja, wir sind oben. Er ist doch oben, wir sind doch oben, zeig das doch. Der Balkon springt so, wenn man einen Pool hat, dass man da runter springt. Ich werde hier raufklettern. Nein! Nein! Ich habe eine viel bessere Idee, Jan. Eine Rutsche in den Pool. Ich werde von da oben runterspringen. Aber der Pool muss tief sein. Ja, eine Rutsche hier in den Pool runter. Jo. Das ist heftig. Oh, ein Herz oder drei Herzchen. Hör auf. Das kann ich schon. Aber die. Wie viel? 30.000 Euro. Wie viel? Euro oder Million? Okay, die Stufen sind natürlich sehr großzügig. Die Treppe hier ein bisschen. Ja. Wie gesagt, das ist ein Lego-System. Das heißt, ich möchte die kaufen auf. Nach einem Jahr sagt, ist mir zu klein der Größe. Die kommen, bauen hoch, bauen einen Stockwerk runter. Ja. Ein Lego, die können die so erweitern. Die Häuser. Okay. Das sind jetzt 1,3 Millionen. 1,3 Millionen. So 35.000 Euro. 37.000. Also ich glaube, wir ändern unseren Plan. Wir ändern unseren Plan, wir suchen ein Grundstück. Ja. Stellt euch vor, so ein Ding. Das ist eine riesengroße Küche. Wohnzimmer, Schlafzimmer, alles vorhanden. Aber der gehört ja nicht hier. Der Wohnwagen gehört aber nicht zu ihr, ne? Das gehört auch zu. Nee, das gehört welche? Der ist für Samsung. Schön hier, du. Ja, richtig. Also, Modelle brutal, die haben ja wirklich für jeden was, ne? Aber das Ding ist toll, ne? Das Ding ist geil. Außer die Treppe. Ja, die Treppe ist ein bisschen zu großzügig. Aber obwohl dieses da finde ich auch schön, dieses Haus. Also, guck mal, wir können doch lieber ein Grundstück und drei von diesen 10.000 Euro Häusern hinstellen. Ja, habe ich doch gesagt. Also wirklich drei Stück. Da hast du riesen Häuser. Also ich meine drei zusammen. Und jeder hat seine Privatsphäre. Genau, und die hat doch gesagt, das ist wie Lego-System. Ja. Also drei zusammen. Deswegen, ja. Boah, wenn man sowas guckt, ja, ist schon günstig, ne? Weil wir haben jetzt in Deutschland... 260.000 Teller. Wie viel? 260.000 Teller kostet er. Das ist ja lächerlich. 7.000, 8.000 Euro. Kauf ein Grundstück, stell drei von denen dahin. Und fertig ist. Ich habe Angst, dass hier ein Skorpion oder eine Schlange auf mich. Schlange kann sein, aber Skorpion gibt es hier nicht. Ah! Okay, ach so, das ist noch ein Haus. Guck mal, der hier hat eine Außenterrasse. Das ist wow. Das ist für einen Kunden, die haben schon mit Möbel drin. Die haben das entworfen hier mit Schrank, Einbauschrank. Ah, okay. Ja. Das ist sogar ein Flur. Warte, ja. Hier, geht, Digga? Zwei Duschen. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist,
dass man hier so hochgehen muss. Aber ich glaube, das geht. Es geht nicht wie im Wasser. Ja, genau. Ja, ja. Es geht um den Abfluss. Da zwei Badezimmer. Ja, der hat eine Toilette. Ich muss ehrlich sagen, für die Außenhaut gibt es 50 Jahre Garantie wegen. Schock ist er. Ja, 50 Jahre Garantie wegen Wind, Wetter, aussieht. Komm, Jan, danke für deine Witze. Ja, aber ja, hier beim Erdbeben nicht rausgehen, lieber hier drin bleiben, ist sicherer. Schütz das nicht ein? Guck mal, sie sagt, beim Transport hast du 7 bis 8 Dings hier. Windstärke ja, wahrscheinlich. Die Stärke, also Erdbeben, 7, 8. Du fährst ja das Ding in diese Luft, ja, ja, sie sagt, der eher kaputt, Loch lieber in der Erde. Achso, die Möbel werden auch festgemacht. Also die werden so fest montiert, dass sie sich auch nicht dass sie nicht wackeln. Die Klimaanlage hier. Nee, Klimaanlage. Also sie, wenn sie sagt, ich will das Klima, baut sie auch ein. Ja, das Klima muss. Sie sagt zu ihr, ist egal, was du willst. Das ist, sie kann es verwirklichen. Sie kann egal. Sie sagt Klima hier egal. Sie macht Boden da, Boden da. Vom Bau kannst du ihr alles sagen. Ja. Sie plant mit dir alles hier. Ja. Okay, ein Haus, ja, eine Bar. Wir wollen jetzt hier einen Ofen dran machen. Ja. Wir bauen hier einen Ofen dran. Also es sind Wünsche, sie sagt zu mir, es ist wünschemäßig egal was. Ein jeder Pool. Wunsch ist hier. Ja, ist der mit dem Heiljo? Oder hier. Sie sagt, was du dir wünschst, können wir hier verwirklichen. Bravo. Die Türken, oh, okay, jetzt. Hey, die Türken machen das Unmögliche möglich. Jetzt habe ich mal wirklich eine ernsthafte Frage. Frag sie mal, ob sie schon mal eins nach Deutschland oder in die EU transportiert hat. Aber gönderdiniz mi? Yurt dışına şöyle çok tercih edildi ama günlükten dolayı vergiler biraz yüksek çıktığı için hemen hemen eve yakın bir fiyat çıktı. Evet. Ondan dolayı vazgeçildi ama viele, yurt dışından müşterim çok fazla geldi. Also viele die auch dann kommen kaufen hier, aber sie sagt zu mir, wenn du hier, du musst das Doppelte rechnen. Also ja. Bei 7000 mit Gümrük, Mümrük bist du ja wieder bei 15, 16, 17. Ist aber, ja, ist aber genau, trotzdem. Ja, nach Deutschland geht es oder was? Ja. Fiyat yine alınır, gümrükten de alınır. Bana uyuyor, ben also göndermek istiyorum. Sie kann, gide, wenn wir einen aussuchen, sie kann sich das drum kümmern, nach Transport, gideyim. Bla bla bla, ist kein Problem, sagt sie. Das ist doch meine Aussage. Da freue ich mich. Ja. Also, sag ihr. Nein, ich jedoch. Was am Preis machen, dann kommen wir ins Geschäft. Nein. Wir haben 3 Stück von denen. Nein, sie soll sich mal drum kümmern. Also diese, wo waren die Kleinen? Da. Dieses hier war das Kleine, ne? So, das gucken wir. Aber das ist sogar ein Ticken zu groß, finde ich. Also ich finde, die Küche kann sie ruhig kleiner machen, weil hier passt ja locker 1,40, 1,60 Bett rein. Also das ist, also die haben, bevor die angefangen haben, vor 12 Jahren dieses Ding entworfen und das ist hier auch mobil wegen ihrer Baustelle. Ja, ja. Bu da mobil. Aber 12 sene oldu bunu yapalım. 12 sene oldu. Also, zaten belli zaten. Guck mal, du siehst 12 yıl önce bu modaydı. Vor 12 Jahren war das Mode, haben die so gemacht. Ja. Ja, aber hier 12, maşallah. Guck mal die Möbel an, setz dich hin. Ja, bunlar 12 sene önce. Tabii, tabii. Tui. Guck mal, vor 12 Jahren alle Scheiben, alle. Her şey, her şey. Vor waren vor 12 Jahren und der Boden vor 12 Jahren. Tamam. Vallahi 12 sene. Kalite olarak hepsi birinci sınıf. So solche Möbel wollen wir haben jetzt. So, hadi bakalım. Samsun Hanım, çok teşekkürler. Memnun oldum. Schatz, unglaublich, was für Modelle hier gibt's, ja? Ja, ja, ja. Alter, die haben ja wirklich alles an Modellen. Und das Gute ist, 50 Jahre Garantie ist auch jetzt, sag mal, 30 ist schon gut. Sag mal, 10. 10 wäre schon gut. Nein, 10 ist ein bisschen wenig, 10 ist ein bisschen wenig. Preis-Leistung, super. Ja. Und viele verschiedene Modelle, ne? Jetzt heißt es wieder, Schatz, wir wollen ja die Sommerwohnung. Wie du sagst, was ist, wenn wir ein Grundstück kaufen, sowas hinbauen? Ja. Hast du sogar 3 Stück von denen hinbauen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja, das wäre jetzt auch so sehr also interessant. Ich weil weiß du nicht, wie teuer sind Grundstücke hier. Deswegen ja, müssen wir das muss man ja musst gucken. Du uns informieren. Weil du musst gucken, guck mal, 100.000 kostet diese andere, oder? Ja, also Minimum, also das Ding wird 120, 130 ja, mit ja, einem. Ja, 120, 130 aus. Du kannst diesen da 3 Stück hinstellen, ja, und diesen Nagel neu. Du kannst diese 3 von diesen großen und hinstellen. Und du hast ein Einzelhaus. Ja. Und du hast und modern, du hast Badezimmer, modern. Und Mehmet, sie sagte doch, das ist wie Lego. Sprich, wenn du 3 Stück hast, da hast du eine riesen Villa. Also du kannst, sie sagt immer, das ist wie ein Bausteinkasten, egal wie du es willst, wir können hoch, runter. Ja, mein ich ja, da hast du ja eine riesen Villa. Sie wollen. Das ist geil.
Ist nicht schlecht. Also ich bin beeindruckt, muss ich ehrlich gestehen. Ja, Preis-Leistung war auch top. Ja. Also, ich finde, Freunde, Tiny-Häuser, ja, nach Deutschland will die uns jetzt ausrechnen, was sowas kosten würde. Leider der Transport, der Weg ist leider zu weit. Ich denke mir mal, das wird sich, ich weiß ja, es nicht, doch, wird sich das rechnen. Überleg mal. Muss jetzt man gucken. Was kostet, ja, in Deutschland kostet so ein Ding 20, 30.000 Euro. Genau. So. Wenn das Ding hier für 20 da ist, ist natürlich wieder Gewinn. Ja, man muss. Das meine ich ja, das meine ich ja. Man muss halt Deutschland Angebote in Deutschland reinholen. Genau, wir müssen. Wir wollen auf jeden Fall Tiny-Häuser kaufen in Deutschland für die Pension, weil wir sind voll ausgebucht und wollen uns vergrößern. Genau. Also machen wir, was machen wir dann? Dann kommen wir die Tage, machen wir einen Deal mit dir und dann machen wir noch, dass wir in Deutschland uns informieren, genau, was was kostet. Genau, weil da muss ja auch transportiert werden. Ist das so 2.000, 3.000 Euro mehr, dann muss man... Aber die Idee jetzt hier ist, wäre toll, wenn wir uns mal ein bisschen im Internet mal ein bisschen schlau machen, ein Grundstück kaufen. Ja. Weil, stell dir vor, Eierschmeiers, ein grünes ja, Grundstück, wenn ja, das Ding nur 20.000, 30.000 Euro weißt kostet, du nicht, wo wir dann gestern für 30 hast du für 60.000 eine Villa mehr. Nee, nee, ja, du ja, weißt du noch, als wir gestern schwimmen waren und wir gesehen haben, wie die dann heute Haus drauf, ja, am Campingplatz. Das war, ja. Ja, sowas. Ja, ja, ja. Das wäre oh, vielleicht wirklich nochmal, weil ist doch geil, so ein Ding am Meer. Auf jeden Fall. Dieses eine das mit der, ist ja nagelneu. Mit der Terrasse, ja, was hat die gekostet mit der Terrasse? Ich glaube 40.000. Nein. Sag mal 30, dann hast du für 60, 70.000 eventuell wirklich so ein brutales Ach Ding. Ach so, dieser oben mit Terrasse. Ja, ja, oben, genau. Der war teurer. Der war ich glaube, eine Million noch was hat sie, glaube ich. 1,3 Millionen. Irgendwie so, ja. 30.000 war knapp 40.000. Ja, ja, sag ich doch. Deswegen, also es ist aber irgendwie das Ding war fett. Aber überleg mal, das Ding war richtig heftig. Stellst du so eins hin, baust noch ein kleines daneben ran, hat jeder Platz. Unglaublich, ja. Also liebe Freunde, war wirklich tolle Eindrücke, tolle Preise, tolle Modelle, unglaublich, habe ich jetzt nicht gedacht. So, wir sind da seit Jahren, fahren wir da vorbei, haben diese kleinen Häuschen, aber ich habe mir nie Gedanken über Häuschen ja, gemacht. Ja. Seit wir die Pension haben, ist diese Tiny House bei uns ein bisschen... Wir müssen minimalistisch denken. Und ey, die waren geil drin. Die waren geil, die waren wirklich... Die waren richtig gut drin, Schatz. Ja. Ich könnte mir sogar selber vorstellen. Also, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wieder ein Like nicht vergessen. Wir gehen nachher zum Flughafen, der neue Flughafen wird eröffnet. In Tarsus. Wieso, weshalb, warum? Das seht ihr im nächsten Video. Ciao. Tschüss.